So, heute möchte ich euch kurz zeigen, wie wir mit Acrylfarbe auf dem Kohlestoff schablonieren können. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich brauche eine Farbe, die auf dem Stoff gut hält. Wir nehmen hier entweder Stoffmalfarbe oder es geht auch eben diese Künstler-Acrylfarbe. Dazu brauche ich einen Pinsel, den werden wir noch ein bisschen vorbereiten dann. Und natürlich unsere Schablone. Und wenn wir die Schablone jetzt noch fixieren wollen, nehmen wir mal noch ein Stück. Dann nehmen wir noch ein Stück. Jetzt nehmen wir den Pinsel und binde im Prinzip so die Haare vorne ein bisschen ab, sodass der Pinsel nicht mehr nach außen abweichen kann. Und ich dann einfach ein stabiler Pinsel vorne habe, könnte ich jetzt hingehen und könnte vorne, wenn es bei Bedarf, einfach noch glatt abschneiden, dass ich eine schöne parallele Fläche dann auch habe. So, und dazu haben wir jetzt, wie gesagt, Farbe, Klettband und Pinsel. Und um das Ganze jetzt hier drauf zu kriegen, nehmen wir einfach ein bisschen von der Farbe hier. Müssen wir mal gucken. Genau, dass wir noch ein bisschen was Dickes auch kriegen. Ups, Vorsicht, Lilly, nicht wegschieben. So. Goldfarbe, genau. Und dann können wir hier vorsichtig ein bisschen Farbe nehmen, aber ganz wenig nur. Und dann kann man hier einfach mit so stupfenden Bewegungen. Kann ich dann hier die Farbe drauf bringen. Die Punkte hier machen wir auch noch. Genau. So, das geht natürlich mit jeder Schablone. Da kann ich jetzt auch Schrift zum Beispiel nehmen. Diese Schablone haben wir auch selber ausgeschnitten. Das geht mit der Folie und mit einer Nagelschere ganz gut. Oder mit der entsprechenden Maschine, wie wir sie haben, die das einfach entsprechend aus der Folie schneidet über den Computer dann. Ja. Und wenn mir die Farbe nicht dick genug ist, sondern das Ganze einfach ein bisschen zu dünn noch wirkt auf dem dunklen Stoff, das ist immer schwierig, dass ich Farbe decke, dann kann ich einfach ein zweites Mal drüber gehen. Jetzt gucke, dass die Folie nicht verrutscht. Die hätten wir vorher noch festkleben können, aber das geht auch so bei kleinen Sachen. Geht das so ganz gut. So, und dann können wir einfach die Folie abziehen und haben unser Muster relativ schön. Und genau, das reicht. Das reicht zum Zeigen, wie das dann aussieht. Und so, und so sehen wir das Ganze im Detail nochmal. Sind doch eigentlich schöne Lilienware. Und so kann man relativ schnell relativ viele Codeplane, auch jetzt mit seinem Zeichen oder seinem Symbol, entsprechend verarbeite und hat einfach eine schöne dauerhafte Markierung. Bei der Verwendung von Acrylfarbe bricht die später auch nicht weg, weil die Farbe einigermaßen flexibel bleibt. Es geht, wenn es ganz schnell und einfach sein soll, auch jede andere im Prinzip Farbe, die ich dafür verwenden kann. Also auch eine Dispersionsfarbe schädigt den Kohlestoff jetzt nicht wirklich, sondern ich kann damit schön die Sache markieren. Oder? Was meinst du dazu, Lili? Haben wir es gut gemacht? Ja. Gut, prima.